Samsung hat auf dem diesjährigen Unpacked-Event auf der IFA eine kleine Überraschung mitgebracht. Neben dem Note 4 wurde auch das Note Edge vorgestellt. Das Note Edge ist im Grunde genommen baugleich mit dem Note 4, mit einem großen Unterschied. Wie man hier sieht, hat der Bildschirm eine leichte Krümmung, sodass zum 5,6 Zoll großen QHD-Bildschirm zusätzlich an der Seite nochmals 160 Pixel in der Breite angezeigt werden. Dieser zusätzliche Bereich wird unter anderem dafür genutzt, um beispielsweise Verknüpfungen zu Apps, wie hier zum Beispiel dem Browser oder eben der Nachrichten-App anzuzeigen, oder um bestimmte Funktionen hier schnell zu steuern. Beispielsweise kann ich hier die Taschenlampe schnell ein- und ausschalten, oder ich habe hier ein Lineal, das ich hier schnell zur Seite halten kann. Wie beispielsweise bei den Lumia-Modellen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird, wird hier die Zeit angezeigt, und da es sich um einen Super AMOLED-Bildschirm handelt, wird auch die Energie gespart und ist eine sehr praktische Funktion. Das Note Edge ist etwas dicker als das Note 4. Es fühlt sich relativ wuchtig an für ein Smartphone dieser Größe. Es ist schon fast eher wie ein Tablet. Die Kante ist sehr ungewohnt. Ich kann mir schwer vorstellen, wie das im Alltag sein wird. Aber nun gut, das muss ich dann zeigen. Hier wird wiederum auch der altbekannte S-Pen eingesteckt, der ist auch mitgeliefert, und der wurde im Vergleich zum Vorgänger stark verbessert und hat nun doppelt so viele Druckstufen wie zuvor. In einigen Apps werden die Bedienelemente auch auf dem gebogenen Bereich des Bildschirms angezeigt, wie hier zum Beispiel in der Kamera-App. Oder wie auch hier in der S-Pen-App, wo alle Bedienelemente hier auch auf der Seite zu finden sind. Per Vision kann ich hier an der Leiste andere Dinge anzeigen lassen, wie beispielsweise hier das Wetter-Widget, die aktuellen Twitter-Trends, den DAX-Ticker, also die aktuellen Aktien, Nachrichten, sogar Spiele wie Memory oder einen selbst definierten Text. Über diese Leiste hier unten komme ich zu den Einstellungen. Hier kann ich die verschiedenen Panels konfigurieren, sowohl die Reihenfolge als auch welche ich überhaupt verwenden möchte, zum Beispiel hier für die Fitness-App oder auch eben das zuvor gezeigte ExpressMe, wo ich einen eigenen Text und ein eigenes Bild definieren kann, oder eben die Night Clock, bei der zu bestimmten Uhrzeiten bei ausgeschaltetem Bildschirm eine Uhrzeit an der Seite angezeigt wird.